Sven ist einer der Mitbegründer der Gravelbike-Marke M83 und hat genug Vertrauen in sein Produkt, um es mir für ein Event zu überlassen, das ich persönlich als Paris-Roubaix in schlecht bezeichnen würde. 200 Kilometer insgesamt, 60 Kilometer Kopfsteinpflaster, 50 Kilometer Plattenwege, 50 Kilometer Gravel und irgendwas dazwischen. Ich bin ja auch so ein typisches Shimano-Opfer und wir alle kennen das. Aus unerfindlichen Gründen gibt es ewig lange Wartezeiten, das Schaltwerk ist nicht verfügbar, der Bremshebel, den gibt es gerade nicht. Und M83 hat eigentlich eine ganz coole Lösung gefunden, und zwar verbauen sie bloß SRAM und Campagnolo. Übrigens, der Campagnolo Levante ist ein richtig geiler Laufradsatz, kann ich nur empfehlen. Hier habe ich aber noch eine ganz besondere Sache, und zwar fahre ich gerade eine Force Axis 1x12 in Verbindung mit einer Classified Narbe. Und zwar ist das 1x12, aber ich habe hier an meinem Finger, Daumen, habe ich so einen kleinen Knopf, zack, und plötzlich habe ich ein synthetisches großes Kettenblatt vorne, habe mehr Druck auf der Kette und ist eigentlich eine richtig geile Zwischenlösung. Was übrigens auch richtig cool ist, das kann man auch im Stand bedienen, das heißt, du hast keine Mühe. Und übrigens, wie man sieht, mein Lampenkabel ist das einzige Kabel an dem Fahrrad gerade. Ich komme gerade von der Frühschicht und am Wochenende wird es nochmal so richtig gravel-lastig. Morgen der dreckige Donnerstag, am Samstag dann 8 Bar-Ride in Eberswalde und am Sonntag nochmal ein bisschen die kurze Heide. Und eine Woche später ist auch schon der Steppenwolf. Ich befinde mich gerade in Eberswalde, heute gibt es den nächsten Group Ride. Hinter mir seht ihr das M83 und da ich noch ein bisschen Zeit habe bis zum Treff, bis zum Start, gucken wir uns jetzt mal in Ruhe das Bike an bei Tageslicht. Wer ein bisschen mehr Zeit auf dem Bike verbringt, vor allem im Gelände, merkt, dass ein paar Dinge richtig stark herausstechen. So zum Beispiel der Lenker von Beast Components, wir haben richtig stark Flair, wir haben dieses patentierte breite Griffsystem, der Lenker ist richtig cool, vor allem im Gelände kann man halt richtig tief in den Lenker sinken, also Wurzeln, Kanten, alles kein Problem mehr. Diese Eigenschaft finde ich mega nice, vor allem da ich sonst halt eher am Gravelbike mit Rennradlenkern fahre und ich echt gemerkt habe, dass mich halt Wurzeln gar nicht mehr stören und die merkst du kaum. Wir sitzen richtig tief im Bike und vor allem wenn wir im Unterlenker sind, ist es einfach mal mega angenehm. Und da wir gerade beim Lenker sind, wir haben noch eine kleine Besonderheit am Lenker und zwar verbirgt sich hier das Geheimnis der Schaltung. Und zwar haben wir hier den Knopf, den Schalter für die Classified Narbe, was so viel heißt, wir haben hier einen Sender. Und hier unsere kleine süße Steckachse ist quasi der Empfänger, der unsere Narbe steuert. Also wir haben hier in der Narbe haben wir ein Getriebe und dieses Getriebe macht quasi aus unserer 1x12 Schaltung eine 2x12 Schaltung. Und hätte es dieses coole Tool damals schon gegeben, hätte ich vielleicht damals schon auf Classified gesetzt. Du bist im Gelände, es wird sandig, es wird kurvig, es wird anspruchsvoll. Ein Knopfdruck und plötzlich hast du runtergeschaltet. Also wie gesagt, wir haben ja eigentlich nur die SRAM Force AXS. E-Tab, die alleine ist ja schon richtig nice. Allerdings bin ich es halt persönlich vom Rennradfahren halt eher gewöhnt, lieber 2x11, 2x12 zu fahren, weil, weiß ich nicht, mir fehlt halt der Druck und das Getriebe in der Narbe, das ersetzt dieses. Des Weiteren ist das Bike ca. 8,5 Kilo schwer, so grob in der 54er Rahmenhöhe. Ich fahre es in der 56er Rahmenhöhe. Es macht richtig viel Spaß bisher. Heute kommt wie gesagt der nächste große Group Ride, morgen nochmal und in einer Woche fahre ich dann den Steppenwolf, also 200 Kilometer Kopfsteinpflaster, Platte, alles dabei, Gravel, Offroad, alles was das Herz sich wünscht. Der Rahmen besteht natürlich aus Vollcarbon, wir haben Classified Laufräder, eigentlich die Swiss. Was auch richtig nice ist, ist der Pirelli Reifen, das ist der Cinturato Gravel M. Also wir haben ein richtig fettes Profil, einen durchgehenden Mittelstreifen, das heißt du bist auch auf Asphalt ziemlich schnell, im Gelände hat man ziemlich viel Grip. Bisher fahre ich ja eigentlich hauptsächlich Schwalbe und bin aber mit dem Reifen relativ zufrieden und baue es die Woche nochmal auf Tubeless. Des Weiteren fahre ich das Bike mit meiner Lupine-Beleuchtung, ist die Lupine SLRF, eine sehr gute Lampe, kostet zwar einen Haufen Geld, aber wer im Dunkeln viel sehen will und schnell fahren will, der braucht halt gutes Licht und das ist sehr, sehr wichtig. Sattel ist von Physik, ist eigentlich ganz bequem und wie gesagt, alle Carbon-Komponenten sind von Beast Components. Das ist ein deutscher Hersteller aus Dresden und alle Teile an den Rad werden quasi in der EU bzw. Deutschland hergestellt. Und wer sich für den Stahlrahmen interessiert, der wird sogar in Berlin hergestellt. Das ist mega nice. Und vor allem auf Trails nutze ich halt hauptsächlich die Classified-Schaltung, weil ich halt sehr viel im Unterlenker fahre
und man wirklich dann zu jeder Zeit einfach wirklich mal runterschalten kann, ohne Verzögerung. Der einzige Nachteil, wobei das schon mehr eine neue Option ist, ist, wir können jetzt nicht mehr mit Shimano und SRAM Kassetten fahren, sondern aufgrund der Classified Narbe können wir jetzt auch nur mit Classified Kassetten fahren, was eigentlich aufgrund der Materialknappheit in Deutschland auch gar nicht mal so schlimm ist. Ich bin ja heute eigentlich unterwegs mit dem Fahrrad, bisschen Gravel, drei Mädels kamen zu spät und jetzt geht es nochmal einen Berg hoch und mit der Narbe kann man vor allem richtig geil am Berg fahren, weil auf der Fläche ist das synthetische große Blatt richtig geil und am Berg natürlich kleines Blatt. Wie gesagt, Berg geht je nachdem wie man fahren kann, relativ easy, ziemlich locker bis schwer, aber das Ritzel und die Scheidung ist schon ziemlich geil. Vor allem hier so im Gelände fährt sich das mit dem breiten Lenker natürlich richtig, richtig geil. Und Kopfsteinpflaster gibt den Teil natürlich genauso gut. Der Untergrund ist dem Bike eigentlich komplett egal. Durch Lenker und Geometrie sitzt du immer fest im Sattel und hast keine Probleme haben und hast eine Menge Spaß. Nächste tolle Eigenschaft natürlich auch wieder dank Lenkerschaltung und vor allem den Pirelli-Reifen. Es fährt sich auch mit Schlauch mega geil im Sand. Vorne war da so ein kleines Loch. Dann Absprung, kannst richtig schön springen. Macht eine Menge Spaß. Läuft. Das M83 ist vor allem vielleicht für Leute interessant, die so ein bisschen racy unterwegs sind, die vielleicht vom Rennrad kommen. Und aufgrund der Geometrie passt es richtig gut zu meinem aggressiven Fahrstil. Also ich habe heute wirklich das erste Mal Probleme mit der GoPro. Hoffe, die Aufnahmen sind drauf. Auf jeden Fall macht hier richtig viel Spaß. Und was auch richtig, richtig schön ist, wenn man mal zurückfällt, so wie ich gerade, kann man richtig geil in den Wiegetritt gehen mit dem Lenker und holt die Gruppe sofort wieder ein. Ah, jetzt kommen übrigens die Rampen. Ich hatte gerade Probleme, weil sich bei mir übelst viel Laub in der Kassette verfangen hat. Also vor allem in den ersten drei Ritzelgängen ist halt irgendwie Herbst. Das Ganze werde ich nachher mal sauber machen
Und mein Plan ist theoretisch, dass ich mich nach spätestens Bernau absetze und dann wieder nach Berlin fahre. Ich habe gerade gemerkt, wir sind auf dem Feld vom letzten Wochenende. Und statt mich jetzt irgendwo in Bernau in die Bahn zu setzen, habe ich jetzt spontan entschieden, ich habe den Track vom letzten Wochenende geladen und fahre so einfach wieder nach Berlin rein, habe dann trotzdem meine 100 Kilometer und bin früher zu Hause. Was auf jeden Fall sofort auffällt, wenn man länger mit dem Bike fährt vor einem Gelände. Der Lenker ist halt mega geil und was einem auf jeden Fall bei dem Bike auffällt, wenn man länger drauf fährt oder überhaupt mal im Gelände, merkt man sofort, wie geil der Lenker ist, weil wir haben so einen richtig schönen breiten Lenker mit sehr viel Flair. Hätte ich tatsächlich nicht gedacht, dass es so angenehm ist. Und vor allem auf Wurzeln mit Trails lehnst du dich einfach in den Lenker rein, kannst richtig schön in den Sprint gehen, kannst über Wurzeln fahren, springen. Also du hast so viele Möglichkeiten und der Lenker ist tatsächlich ziemlich nice. Was mir noch richtig gut gefällt, ist, dass man sich so richtig schön in Kurven legen kann. Und das kommt ganz klar von dem breiten Lenker. Wie gesagt, wir haben oben, glaube ich, 44, unten haben wir 5000. Nein, keine Ahnung, wie weit der Abstand ist. Und es ist mega geil. Du bist so flexibel im Gelände. Du kannst die Kurven schneiden, man kann sich in Kurven reinlegen. Und wie gesagt, das hätte ich nie gedacht, dass es so ein krasser Unterschied ist. So, ich freue mich gerade mega. Wir sind wieder auf diesem Teil vom Track vom letzten Wochenende. Und der war richtig toll. Und mit dem Rabattcode JRB83 könnt ihr im Shop von M83 nochmal 8,3% sparen. Egal ob auf Gravelbikes oder auf Zubehör. So, ich genieße gerade voll den Track, bin auf dem Weg nach Hause, noch ein bisschen Offroad und auf jeden Fall M83 ist auf jeden Fall was für Leute, die Sicherheit suchen. Also der breite Lenker, der ist richtig schön toll, hätte ich selber nicht gedacht. Man kann sich richtig schön reinlegen, vor allem auf Tracks, Wurzeln, Sand, alles kein Problem mehr. Und das ist so einfach, angenehm, richtig, richtig toll. Die Schaltung allgemein ist natürlich allerfeinste Sahne, also die ETAP Force ist mega nice, schaltet wunderschön und in Verbindung mit der Classified Narbe geht das wirklich stufenlos, finde ich fast schon schöner als bei Shimano, weil man wirklich ohne Druck, ohne Zwang runterschalten kann, weil wir ja nur ein synthetisches Kettenblatt haben, das macht richtig viel Spaß und bisher hatte ich trotzdem auch noch keine Probleme mit den Reifen, also ich bin richtig von dem Rad geflasht, gehypt und Hype Bock angegriffen, ich mag's. PS, man kann damit auch richtig schön schnell durch die Stadt huschen. Macht mega Spaß.